weniger das Recht gibt, über objektive Parallelen zu reden. Ich finde nicht, dass nur weil man von etwas betroffen ist, man nur dann objektive Parallelen aufzeigen kann oder Diskriminierungsformen vergleichen kann. Aber es gibt auch sehr viele, wie ich gerade erwähnt habe, Holocaust-Überlebende, die jetzt noch leben, beispielsweise Dr. Alex Herrschaft, der jetzt knapp 90 ist. Ja, Bruder, sie zählt jetzt einen auf, einen einzigen. Der seit über 43 Jahren vegan ist und dessen Lebensgeschichte kann ich auch jedem ans Herz legen, weil nur wenn wir Parallelen ziehen und nur wenn wir uns emotional daran erinnern, können wir als Gesellschaft moralisch uns weiterentwickeln. Mhm. Nur wenn wir sagen, das war furchtbar, dann ist das, wenn wir es genau das Gleiche machen, nur an anderen fühlenden Individuen auch furchtbar. Du selber bist jetzt Profi gewesen im Bodybuilding, Mr. Olympia hast du mitgemacht und alles. Gott sei Dank redet jetzt Markus ein bisschen. Komm und dran. Passt das aus deiner Sicht zusammen, dieses Profi-Bodybuilding-Level und vegane Ernährung? Ja, es gibt keinen Profi, der erfolgreicher Veganer ist. Im Leistungssport mag es sein, dass es der eine andere Fußballer, Handballer gibt oder so. Im Bodybuilding kenne ich keinen erfolgreicher. Es gibt Kevin Stütz, der ist vegan geworden, aufgrund Verdauungsgeschichten. Aber ist auch kein erfolgreicher Profi. Freunde! Wir haben den Einzelzuschauerrekord hier, Freunde. Über 700 Live-Zuschauer. Ich danke euch für den Support. Das müssen wir auf jeden Fall feiern. Ich danke euch vielmals. Alleine habe ich noch nie so eine Zuschauerzahl erreichen können. Deshalb vielen, vielen, vielen lieben Dank. Genießt weiterhin den Livestream. Richtig geil, Alter. Gänsehaut. Gänsehaut, Digga. Ich schwöre es euch. Das ist doch krass. Digga, stell mal 700 Leute hier bei mir vor der Haustür. Das ist doch geisteskrank. Das ist geisteskrank. Das verstehe ich nicht. Alter, Wahnsinn. Danke euch, Freunde. Danke, 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 danke. Wirklich, vom Herzen. Richtig geil, Mann. Der Sportler, der eine vegane Ernährung lebt. In seiner aktiven Zeit. Warum glaubst du, hat dann jemand, der... Psyheimer, danke fürs Prime-Abo. Auch für den Support heute. Ne? Vielen, vielen Dank, Mann. Fleischlos. Den Sport betreibt oder vegan den Sport betreibt, irgendwie einen Nachteil oder scheinbar kann er dieselbe Leistung? Es geht einfach um die Muskelzusammensetzung. Es gibt die biologische Verfügbarkeit von Aminosäuren, es geht um Zusammensetzung. Es geht darum, dass eine vegane Ernährung immer sehr fettreich oder kohlenhydratreich ist. Das ist für uns. Ja, dann ist es halt sehr kohlenhydratreich und wenig eiweißreich. Natürlich sind die meisten. Markus hat da recht, was erzählt er denn da? Brachial, danke dir für den Support hier. Danke, Luke. Grüß dich, mein Lieber. Produktiv. Es geht um Zusammensetzung von veganen Proteinen. Also ich kenne Leute, die sind auf vegane Ernährung umgestiegen nach ihrer aktiven Zeit. Die haben extrem viel Muskulatur verloren. Und sind dann wieder rückgerudert, haben gesagt, nee, das ist doch nicht so. Wir haben es probiert aus ethischen... Würde ich gerne wissen, wer das ist, wer da wieder zurückgerudert ist, welcher Profi. Wir haben es probiert. Für den Sport ist es allerdings tödlich. Aber ich lasse den... Tödlich ist es für den Sport, habt ihr gehört? Punkt stehen von Raffaella. Ethisch bin ich vollkommen bei dir. Ja? Also ich seh vieles wie du. Ich habe ein kleines Kind. Ich möchte auch, dass sie noch eine Kuh und ein Schwein zieht und so weiter, dass wir noch einen Zoo haben oder eine freie Wildbahn. Aber trotzdem gibt es hier tote Tiere zu essen. Naja, das ist auch eine freie Entscheidung. Ich gebe ihr gar nichts. Sie hatten die Wahl zwischen ein Stück Apfel und auch mal ein Stück Salamibrot. Und ist auch das Salamibrot ohne schlechtes Gewissen. Geil, hat der geil gesagt mit dem Vergleich Stück Apfel und Salamibrot. Das Kind greift aus Reflex zum Salamibrot, weil es dem Kind schmeckt. DH03, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. Barsatax ebenfalls. Danke, 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 Freunde. Ja, vielleicht, weil du währenddessen... Wollen wir aber jetzt so ein Buttertoast, Digga? Schön getoastet. Mit Salami und Käse im Sandwichmaker. Das wäre doch mal was. Freunde, Hype-Train am Start. Was geht ab? Wenn du keinen Schlachthaus zeigst. Vielleicht, wenn sie mal älter ist, darf sie sich gern frei entscheiden, also doch das nicht, zu das wählen. Sie darf frei entscheiden, um Gottes Willen. Aber warst du mit ihr schon im Schlachthof? Hast du ihr das schon gezeigt? Boah, die mit ihrem scheiß Schlachthof, Alter. Ja. Ich war schon im kleinen Alter im Schlachthof. Bei mir in Polen und Familie, Digga. Standard, ich wurde früh abgehärtet. Tschernobyl-Hoden, danke dir für den Support. JPN Nico, danke auch für den Support, mein Bester. Warum soll ich das denn machen? Naja, damit sie sich wirklich frei entscheiden kann. Ja, das wird sie noch frei entscheiden. Sie kann sich nicht frei entscheiden, wenn sie die gegebenen Informationen dafür nicht hat. Das ist schon wieder Aktionismus, was du machst. Wieso denn? Ich soll mein Kind verbieten, Fleisch zu essen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du eben gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Wir können uns die Aufnahme gleich nochmal anschauen. Das habe ich. Die sollen mal ihren Kindern, wenn die welche hätte, ihre OnlyFans-Account zeigen. Wie wäre es denn damit, Digga? Da ist, glaube ich, Schlachthof noch viel, viel harmloser. Als wenn die sehen, wie die eigene Mom da auf OnlyFans irgendwelche schmutzigen Sachen macht, Alter. Das ist abartig. Damit macht sie die gesamte Kindheit von den Kindern kaputt. Und diese Bilder, das Internet vergisst nie. Diese Bilder bleiben immer. Die sind schon auf Reddit überall verbreitet. Jeder schickt sich diese Bilder rum, wenn die mal Kinder haben sollte. Digga, in 10 Jahren kommen die Bilder ans Tageslicht. Und dann sind die Kinder geschädigt. Für ganze Leben, Digga. Lukas, 94er, danke dir fürs Prime-Abo.
Du hast gesagt, hast du ihr das gezeigt? Insofern, warum gibst du ihr das zu essen? Hat sie eine freie Entscheidung? Sie hat die freie Entscheidung, das hat sie doch gemacht. Ich tue meinem Kind nicht vorschreiben, ist das oder ist das? Du zahlst dafür, dass Tiere ins Schlachthaus kommen und dann gibst du ihr die Leichenteile dieser ermordeten Tiere. Das heißt, du erlebst doch die Leichenteile der ermordeten Tiere, Junge. Das ist doch genau alles, alles pauschalisiert, was du wieder sagst. Das ist auch, das also die Tiere kommen nicht ins Schlachthaus, die du natürlich isst. Kommen die ins Schlachthaus. Wo habe ich da was pauschalisiert? Aber Tiere werden halt mal zur Nahrungsmittelkette weitergeführt. Und wenn wir jetzt weltweit das alles verbieten, wird es eine humanitäre Nahrungsmittelkatastrophe geben. Das müssen aber mal brauchst du tierische Produkte, um gesund zu sein? Braucht man vegane Ernährung, um gesund zu sein? Nein, meine Frage ist, brauchst du tierische Produkte, du hast mich gefragt, ich stelle die Gegenfrage. Braucht man eine vegane Ernährung, um gesund zu bleiben? Wir können mit geil, Alter, jetzt kommt ein bisschen Feuer in die Geschichte rein. Sehr gut. Ein pflanzlichen Produkt, wir können auch mit Tieren auch sehr gesund werden. Ja, genau, das können wir. Aber die Frage ist, unsere ganze Aminosäurebilanz zusammensetzen. Musst du Tierprodukte essen, um gesund zu sein? Ja oder nein? Man muss gar nicht. Schau, vor Markus springt jetzt auf, wenn er noch einen Tisch wäre. Klatscht so mit der... Macht ihr den jetzt? Reicht sie aber! Das wäre geil. New York Rack, danke dir fürs Abo. Oder NY, whatever. Du weißt, was ich meine. Danke dir. Man muss eine freie Entscheidung. Man muss auch keine vegane Ernährung haben, um die Welt zu retten. Man kann also gesund und glücklich sein, ohne dass man Tiere ins Schlachthaus schickt. Ihr wollt uns immer alle reflektieren. Wir waren Mörder und sonst was. Wir waren Nazis und Rechtssozialisten. Und wir haben den Holocaust ausgelöst. Für was ein Fleischesser mittlerweile alles verantwortlich ist in eurer Ethik. Wir lassen euch doch leben. Mir geht es zu weit. Das ist der, ich sehe das ein, ethisch. Ich finde das so gut. Du siehst es wohl nicht ethisch ein, sonst würdest du nicht zu weit gehen. Sonst würdest du die Logik dahinter verstehen. Aber man darf eine freie Entscheidung. Ich bin darf ich frei entscheiden, Steuern? Ob ich den Leroy jetzt schlage? Trennmax, danke fürs Prime-Abo. Nein, du sollst Leroy nicht schlagen. Was ist denn los mit ihr, Alter? Darf ich frei entscheiden, das ob hat doch was mache? Mit Erziehung zu tun, mit Anstand. Nein, meine Frage ist, darf ich frei entscheiden, Ernährung, ob ich den Leroy eine jetzt schlage? Jo, diese Beispiele sind so banal, Alter. Die sind so banal von der. Das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Das ist eine andere Form. Eine Ernährung du ist eine andere diese Frage Form. Nicht einfach das hat beantworten, was mit sozialem oder? Verhalten zu tun. Wir springen gerade so thematisch ein bisschen. Deshalb würde ich dir gerne noch mal eine Frage stellen. Und zwar habe ich jetzt von Markus schon so ein bisschen mitgenommen, dass er deine Zeichnung da auch erstmal so respektiert. Und er hat jetzt selber gesagt, dass er einem Tier auch im hat die dann die TVO-Legends an oder was? Ersten Schritt mal das Beste. Nee, doch nicht. Sah nur so aus vom Vor. Wünscht und dann aber sagt, okay, wenn es um das menschliche Wohl geht, dann ist es ihm halt immer noch... Danke, HG Hulk 999. Die hat drei Argumente und die kommen immer wieder. Ja, merke ich auch. Vor allem das mit dem Schlachthaus, mit willst du deine Frau vergewaltigen, lässt du das zu, hat die ja bei Charo gebracht, willst du, darf ich den schlagen und sowas. Völlig irre, alter Boy, 91, danke dir fürs Abo, Mann. Am wichtigsten, dass das im Vordergrund steht, weil, ne, wenn es um Lebensmittelknappheit geht. Oh Gott, liebe ich diese Leute. Einfach aus dem Nichts, aus der kompletten Bedeckung. Farb Jim 93, 600 Primo plus 350 Prop die Woche Meinung. Digga, aus welchem Loch kommst du denn, Alter? Erstens, wir distanzieren uns vom Medikamentenmissbrauch auf diesem Kanal. Und zweitens, Bruder, wir gucken gerade Markus Rühl mit militante Veganerin. Was machst du da? Was machst du da, Junge? Einfach so aus dem Nichts fragt er nach Stoffberatung, Junge. Geht's noch? Der ist ganz anderer Planet. Oder um körperliche Gesundheit. Keine Ahnung, musst du Raffaella fragen. Sie kennt sich damit aus. Ich habe keine Ahnung von anabolen Steroiden. Zeit und Muskelaufbau und was auch immer. Dann sagt er aus seiner eigenen Erfahrung. Das ist unfassbar manchmal, ne? Dass er mit diesen, diesen tierischen Produkten einfach viel bessere und gesündere Erfolge erzielt. Wie siehst du das? Weil wenn ich so in die Freiwildbahn gucke, dann denke ich mir auch, okay, da nimmt dann auch das eine Tier dem anderen Tier das Leben und überlebt damit irgendwie selber. Das ist ja so eine gewisse Grundhaltung von Markus, wo er sagt, okay, wir müssen jetzt nicht hier alle Tiere einfach grundlos schlachten. Wir schlachten die wir halt selber brauchen. Die größte ernährungswissenschaftliche Gesellschaft der Welt, die American Dietitian Association for Diet and Dietetics and Nutrition, die hat ganz klar ein Positionspaper. 49, Mayday, Mayday. Veröffentlicht über zigtausende Studien, dass es keinerlei Notwendigkeit für tierische Produkte bedarf, damit wir uns physiologisch adäquat ernähren, egal in welchem Lebensstadium, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, Jugendalter, Kinder, älteres Erwachsenenalter und für Sportler, steht hinten dran. Es stimmt, dass teilweise die Aminosäureprofile anders sind, allerdings hat jede einzelne Pflanze alle Aminosäuren und nur Pflanzen können Aminosäuren binden. Nur Pflanzen, Freunde. Deswegen hat auch Paul so einen fetten Ärmel. Und Proteine bestehen aus Aminosäuren. Das heißt, wir können uns mit allen Nährstoffen versorgen, ohne dass wir dafür ein Tier ins Schlachthaus schicken.
Aber wir haben fette Nachteile, ne, davon. Vor allem, was die Kloschüssel angeht, unter anderem. Selbst wenn das so wäre, was es, soweit ich informiert bin, gesundheitlich nicht ist, dass man leichter Muskelmasse aufbauen kann, selbst wenn das so wäre, kann das keine Rechtfertigung sein, um jemandem ein Messer in die Kehle zu stechen. Doch, Muskel ist wichtig, Muskelaufbau. Dass mein Bizeps dafür dann 0,3 cm größer ist. Nicht 0,3, sondern ganze 30 cm. Denk doch mal nach, Junge. Heiko Kalber hatte 65er Ärmel, auf der Bühne, trocken. Das hat er mit 3 Kilo Hähnchen am Fleisch am Tag geschafft. Das hast du doch gar nicht zu beurteilen. Das hast du doch gar nicht zu beurteilen, wie ich mein Leben lebe. Du bist immer am Verbieten. Warum verbietet ihr immer alles? Ihr wollt alles verbieten. Ich kann dich nur noch mal fragen, würdest du mir jetzt erlauben, dass ich ihn ins Schlachthaus schicke? Mit deinem Schlachthaus hat doch jeder schon begriffen, Alter. Denk dir doch mal was Neues aus, Mädchen. Ja, Pirdolle, Alter. Nächstes Mal entführe ich die und nehme die mit nach Polen zu meinem Onkel Marcin, Alter, und Tante Mariola, nehme ich die mit ins Schlachthaus, Digga. Da wird die mal richtig, kriegt die Gehirnwäsche. Schicke. Ja, wenn du das willst und ihr geht. Dann, du willst eher ihn ins Schlachthaus schicken, ja, als zuzugeben, dass du gerade einen gedanklichen Fehler machst. Ja, Pirdolle, Alter, nicht normal. Aber das ist auch ein Mensch. Er ist nicht damit einverstanden. Du setzt ein Tier auf vollkommen einen Kosten richtig. Eines Menschen. Nein, ich setze doch, die genau. Nein. Gefühlswelt eines nichtmenschlichen Tieres, ein fühlendes Individuum. Und ich denke, wenn du schon mal einen Hund gestreichelt hast, du kannst oder auch nicht ein Schwein mit dem Lira jetzt auf eine Ebene stellen, also bei aller Liebe. Ich bin auch nicht du und trotzdem... Du kannst doch nicht ein Schwein mit Leroy auf eine Ebene stellen, bei aller Liebe. Ey, wie geil ist das? Markus zersägt komplett. Markus... Stellt euch, Markus macht das schon geil, ich hab's auch gerade gelesen, stellt euch vor, da würde Kalbach sitzen. Ich schwöre es euch, am Ende würden die sich bei Universumboxen treffen, Mann gegen Frau, Schlägerei, ich schwöre es euch. Trotzdem kann ich mich gerade in dich hineinfühlen, dass du gerade offensichtlich einen Fehler, den du gemacht hast, nicht zugeben ich möchtest. Ich kann mich trotzdem mache ich seit 50 Jahren die Fehler, ich weiß ja, genau, wie alt du bist. Und umso schmerzhafter ist es, ich noch das zuzugeben, 30 Jahre dass du unnötige Gewalt an Tieren ausübst. Ich bin kein absolut gewaltloser Mensch. Absolut. Nein, das ist nicht vereinbar, wenn du Leichen... Markus ist ein Mörder, hallo. Er ist ein fucking Mörder. Heile ist, bist du kein Ach, gewaltloser Mensch. Freunde, lasst uns versuchen, dass wir einander ausreden lassen, weil ich denke auch an meine Cutter, die am Ende dann diese ganzen Tonspuren wieder auseinanderfriemeln müssen. Fleißig, sehr gut, hat er gut gedacht. Also, Grüße gehen raus. Seid die, vegan. Die Armen, also wirklich, ich drücke euch die Daumen bis hierhin, aber... Was hat die gerade gesagt? Seid vegan. Seid vegan. Armen, also wirklich, ich drücke euch die Daumen bis hierhin. Aber darauf können wir uns einigen. Versucht euch den Punkt zu merken und dann irgendwie darauf zu reagieren, wenn es irgendwie geht. Mich würde interessieren, wie weit geht das auch so im realen Leben? Also bist du auch schon mal irgendwie auf Menschen dann zugegangen? Oder weil ich weiß das von so... Ja klar, auf die Straße. Voll beschmiert mit Blut. Amnesty International oder so, die machen dann auch richtige Real-Life-Aktionen. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Also ich bin schon mit einem blutigen Burger, also einem blutigen Kittel in Burgerläden gegangen, beispielsweise McDonald's oder Burger. Junge, wenn das mein Laden wäre, ne? Die würde sowas von da rausfliegen. Ich würde ihr Megafon zerschmettern, vor laufender Kamera raus. Und den Typen hier mit der Maske vorne, okay, die haben alle Masken, würde ich sein Tablet wegschmeißen, Digga. Was soll das denn? Raus hier aus meinem Laden. Burger King und hab... Ich warte auch die ganze Zeit, ne, bis endlich so ein Klimakleber vor mir ist auf der Straße. Aber irgendwie passiert mir das nicht. Schade. Dort mit einem Mega... Egal, besser. So am Ende lande ich noch im Bau, Alter. Die Stimme für die Tiere erhoben und den Leuten mit Bildschirmen wieder gezeigt, das ist das, was ihr hier esst. Diese Tiere können genauso fühlen wie ihr. Ihr würdet nicht gerne am Schlachthof stehen. Also das ist dann die Botschaft, die wir versuchen, durch solchen disruptiveren Aktivismus zu vermitteln. Oder wir gehen über den Viktualienmarkt. In München sind wir mal gegangen, da ist es sehr fleischlastig. Sind wir auch herumgegangen, Plakat. Boah, ich würde die da, wo wäre ich da, Security, ne, Einsatz in diesen Fleischmarkt, boah. Hatten und haben gerufen, haben Gespräche gesucht und das hat natürlich nicht nur lokal einen Impact an die Leute, die das gerade essen und verstehen, oh, was mache ich da? Klimakleber, wenn man die anfasst, sollte Polizei noch nicht vor Ort sein, sonst bekommt man Anzeige. Nachbar hat letzte Woche eine Anzeige bekommen. Ja, ich denke mal, die notieren dann eh dein Kennzeichen und kriegst so oder so eine Anzeige, ne. Aber so, ich würde ja keinen Klimakleber schlagen, aber so... Wegreißen so von der Straße. ich glaube, ich kaufe mir Sekundenkleber, Freunde. Richtig schön Sekundenkleber, aber so eine große Tube gibt es bestimmt so für, keine Ahnung, für den Bedarf, für des Bedarfs. So eine Zahnpastatube, aber mit Sekundenkleber. Und wenn ich einen sehe, dann klebe ich, nehme ich so seine andere Hand, die da frei ist und klebe den so richtig schön Sekundenkleber auf den Asphalt.
Richtig festkleben. Wenn schon richtig, Digga. Oder ich rufe meinen Vater an, der kommt mit Zementmaschine, Digga. Betonieren wir die ein bisschen ein. Da können die gucken, wie lange die da sitzen, Alter. Nach dem zweiten Tag werden die freiwillig gehen die zu Mercedes und finanzieren sich einen AMG, Digga. Freiwillig. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Da eigentlich gerade, wen esse ich da oder wessen Ausscheidungen habe ich gerade? Knallen die mit einem V8 auf der Autobahn, glaub mal. Gestohlen für mein Sandwich, für mein Frühstück. Und, sondern auch internetmäßig. Also Internet ist das natürlich wahnsinnig polarisierend. Man macht viel für Aufmerksamkeit. Klar, das wird mir immer vorgeworfen, du machst das für die Aufmerksamkeit. Ja, natürlich mache ich das für die Aufmerksamkeit. Dieses Thema verdient die Aufmerksamkeit. Wir sollten alle darüber reden, wie wir dafür sorgen, dass das kein... Und warum machst du OnlyFans? Auch für Aufmerksamkeit oder für Geld? Hä? Ein Schlachthaus mehr steht. Aber wenn du so auf so ein Restaurant reinrennst, dann kann das ja auch rechtliche Konsequenzen haben, oder? Ja, kann es. Also hat es bis jetzt noch nicht. Wenn wir aber zurückblicken in die Geschichte, wir sollten uns nicht daran orientieren, was legal ist immer, sondern das, was notwendig ist, um eine Botschaft... Markus Blick sagt alles. Rüberzubekommen. Wenn wir uns zum Beispiel vor dem Bürgerkrieg Apartheid anschauen, da haben sich beispielsweise die Schwarzafrikaner damals in Amerika in die Restaurants gesetzt, wo nur Weiße drin sitzen durften. Und das nannten sie Sit-ins. Das war nichts anderes als ziviler Ungehorsam. Rosa Parks zum Beispiel hat auch etwas Illegales getan, als sie sich auf die Seite von den Weißen im Bus gesetzt hat und sich geweigert hatte zu gehen. Sie macht laut ihrer Aussage OnlyFans, um Tieren mit dem Geld zu helfen. Mit Sicherheit. Suffragetten in Frankreich, die für Feminismus gekämpft haben, beziehungsweise für das Grundrecht der Frau zu wählen, haben Postkästen angezündet, Geschäfte mit Steinen eingeschmissen und die wurden natürlich wahnsinnig strafrechtlich verfolgt, bis die Menschen endlich begriffen haben, wir müssen uns davon emanzipieren. So wie wir hoffentlich bald verstehen werden, wir werden uns von dem Massaker an den nichtmenschlichen Tieren emanzipieren. Markus, ich würde dich gerne fragen, achtest du darauf, woher deine tierischen Produkte kommen, was das für Tiere waren? Ist damals nicht, aber mittlerweile glaube ich schon, dass er darauf achtet. Lass die mal einen Löwen ins Gehege, mal schauen, wer dann vegan ist. Dasselbe denke ich mir auch jedes Mal, habe ich auch vorhin schon gesagt. Das ist wichtig. Das Problem ist ja heutzutage, es wird für die Allgemeinheit, jetzt für mich, ich achte schon, das Problem ist halt, dass die meisten Leute, die Fleisch essen und nicht vegan leben, sich mittlerweile gar nicht mehr entscheiden können, ob sie jetzt tierschutzrechtliche Nahrung... Das Problem ist auch, da muss ich jetzt einmal die Veganer in Schutz nehmen, dass wenn man wirklich gutes Fleisch haben möchte und nicht diese Massenzuchthaltung, Lidl, Aldi, halt richtiges Masthuhn, dass der Otto-Normalverbraucher sich das mittlerweile gar nicht leisten kann. Wenn man jeden Tag jetzt beispielsweise durch Bodybuilding viel Fleisch isst, keine Chance. Also natürlich geht es, aber ist wirklich sehr, sehr, sehr teuer geworden. Ne? Und zu sich nehmen in Form von Fleisch oder ob sie einfach den Billigkost da unternehmen und sich da das Fleisch besorgen. Also da bin ich ein Punkt, da bin ich vollkommen bei Raffaella, dass man da schon ein bisschen drauf achten soll, dass es eine ordentliche Tierhaltung gibt. Schmeckt vor allem auch viel besser, ne? Und eine Schlachtung dementsprechend. Aber die Qualität leidet sich auch drunter. Aber es ist eine Frage des Geldes einfach. Ja, wir leben auf dem Land, da gibt es einen guten Bauern, der schlachtet. Ja. Okay, aber dieses Discounter-Billigfleisch wird bei dir jetzt... Ja, es schmeckt halt auch nicht. Ne? Warum ist dir das denn wichtig, halt schon, dass das glückliche Tiere waren? Warum ist dir das wichtig? Vom Geschmack, nur vom Geschmack. Also die Tiere sind dir egal. Die Tiere sind mir nicht egal, aber die haben zumindest ein einigermaßen befreites Leben, bevor sie dann für den menschlichen Zweck geschlachtet werden. Für den menschlichen Zweck geschlachtet? Ja. Vollkommen unnötig, weil wir es ja nicht bräuchten. Das ist deine Findest Meinung, du, der Geschmack rechtfertigt so Gewalt? Genuss rechtfertigt man ja, das Ding. Das heißt, ja, wenn mir der Leroy nicht, schmeckt, ja, darf das, ich ihm Gewalt Du bist immer wieder auf das Thema. Ist das ja, natürlich. Du tust immer wieder das... Beantworte das, doch die Frage. Nein. Du tust Tiere auf dasselbe Niveau eines Menschen. Dann können wir doch Schwein... Doch, tut sie. Schwein in den Bundestag stellen. Wir werden das... Nein, oder natürlich muss... Da können wir Schweine in den Bundestag stellen, ey. Der haut da aber wirklich einen nach dem anderen raus, der Kollege, ne? Abhängig von ihrer kognitiven Fähigkeit. Also differenzierst du schon und ich differenziere auch. Tiere werden geschlachtet für das Wohl des Menschen, für die Ernährung des Menschen, nicht mehr wie soll, aber ausreichend genug. Und dementsprechend verhalte ich mich auch. Und du wirst Menschen, auf deine Seite ziehen können, ganz bestimmt. Und es wird Menschen geben, die werden... Ich gebe im Monat... Kommt natürlich darauf an, ob du es jetzt nur auf die Einkäufe reduzierst oder auch auf die Restaurantbesuche. Weil ich gehe sehr, sehr gerne, ich mache ja sonst so gut wie nichts in meinem Leben.
Ich gehe sehr, sehr gerne draußen essen, schön im Restaurant. Und das ist natürlich heutzutage schon teurer, wenn du beispielsweise leckeres Sushi isst oder ein leckeres Steak. Oder selbst wenn du jetzt zum Italiener gehst, 800 bis 1000 Euro sind im Monat safe drin mit Einkaufen fürs Essen. Also sagen wir ein Tausender, ja. Ist eine kranke Summe, wenn man sich das überlegt, ne? Ist irre. Aber ich denke mal, ist bei den meisten so irgendwo, ne? Weiterhin ihr Fleisch essen. Ich bin da vollkommen bei. Ohne Restaurantbesuche wären es bestimmt 600 bis 700, würde ich sagen. Ist aber auch heutzutage. Früher, vor 2-3 Jahren, wäre es viel weniger. Mit Restaurant wären wir bei 500, 600. Es ist einfach, du gehst in den Supermarkt, Digga, du holst 3-4 Sachen, bist bei 60, 70 Euro. Das ist krank. Ja, ich finde das doch gut, nicht dein Fleisch, dass es Menschen wie du gibt. Das ist mein Fleisch, weil ich so viel. Ihr dürft auch nicht vergessen, ich wiege 110 Kilo, ne? Das ist, ich esse natürlich auch durch den Sport auch viel mehr. Natürlich müsste ich nicht so viel essen. Ich könnte auch was anderes essen, was günstiges. Aber ich versuche mich halt so zu ernähren, dass es in meiner Ernährung, also für meinen Sport, ausreicht und passt. Ja, ich war letztens mit einem Kollegen Döner essen. Ganz normal Döner mit Getränke, eine Pommes dazu. Wir waren bei 40 Euro. Der Döner kostet nicht mehr 2,50. Der Döner liegt jetzt hier bei uns bei 8 Euro, Alter. Ja, das ist krank. Wir bezahlen, also ist mein Fleisch. Und dementsprechend ist es doch okay, dass es Sklaverei. Nicht gibt. Das ist Sklaverei, was du gerade genannt naja, hast. Ich habe keinen Schwarzen daheim. Ja. Also. Du kannst doch Sklaverei an Tieren betreiben. Das tust du ja. Ja, dann ist auch jeder, der einen Hund hält, ein Sklave, weil nein. Der muss da hinscheißen, Hunde wo der will. Nicht komplett und der muss Sitz machen. Und der muss das essen, was der Mensch ihm gibt. Und der gibt sogar auch, ein Hund kriegt auch Schweinefleisch. Also ist ein Hund auch ein Rassist. Du kannst Hunde auch reinpflanzen. Und das so als ob ich meinem Hund pflanzliche Ernährung gebe, geht es noch? Also es ein Hund hat keinen moralischen Kompass, du schon. Ja, und Schwein auch nicht. Ich finde es gut, wenn es so Menschen gibt. Ich finde es gut. Ah! Hund hat keinen moralischen Kompass. Okay. Die Umweltaktivisten sind, aber es sollte niemals eine radikale Ebene geben. Das ist mir schon wieder too much, zu viel. Andere Leute mit belästigen, mit Fleischkittel in den Dings. Ich laufe hier auch nicht in den Vegan-Treffen mit dem Schwein und schlacht's vor alle Leute. Das sind so Dinge, das ist mir alles zu radikal. So möchte ich mein Kind nicht erzogen haben. Und so möchte ich auch Kind nicht mit in der Welt leben, dass irgendwo mit einer Freundin ein Burger essen geht und da kommt eine Frau, die einen schweinischen Kittel anhat mit voller Blut. Also es ist unfassbar. Für mich ist das alles too much. Ja, danke. Das ist ja auch irgendwo ekelhaft. Du willst ganz normal in deiner Familie in Ruhe essen, dann kommt so eine Verrückte, voll mit Blut beschmiert und zeigt irgendwelche Bilder vom Schlachthof. Ja, natürlich ist jetzt irgendwo Doppelmoral, du sitzt da und frisst das Essen, ja, aber dann wird dir gezeigt, wie das geschlachtet wird, aber sie zeigt ja absichtlich diese Schandtaten, die auch nicht immer stattfinden. Ist auch nicht korrekt. Muss nicht sein. Die Art und Weise ist ekelhaft. Ich finde, es sollte strafrechtlich komplett bestraft werden. Was sagst du selber dazu, dass... So, Freunde, ich weiß, wir haben gerade Zuschauerrekord und ich weiß, ihr seid heiß auf das Video, aber... Das Video geht fast eine Stunde und ich habe gesagt, wir teilen es auf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei. Dort sind wir dreimal die Woche live um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag. Und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei Oase vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym. Oder bei esn.com, da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode William ebenfalls im besten Deal sichern. Beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.